und Abfahrt. Wo immer hin. Machen wir noch ein Abschiedsfoto, falls wir euch nicht mehr sehen. Also, wenn ihr untergeht, dann wissen wir Bescheid. Ich habe nur das Ende geboten, nicht den Anfang. Wenn das Schiff untergeht, dann wirst du nicht mehr bauen lassen. Oh Gott. Wow. Das hat Power. Stopp, 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 Segel einholen, Hurricane, Hurricane. Mutter, Segel hoch, Segel hoch. Stopp, 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 stopp. 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 Seht doch alle Segel hoch. Den Anker. Tschüss, Schiff. Nee, nee, alles gut, alles gut. Die sind harmlos, die beißen nicht. Oh, das ist... Nö, da macht's bloß. Warum ist der Anker noch oben? Jetzt. Die wollen nur spielen. Ich würde ja so lachen, jetzt... wenn das jetzt so nah hinkommt, dass das Schiff abhaut. Ey, guckt euch das an, das ist jetzt echt ein Vorführeffekt. Man will fahren. Nee. So wieder fucking Brandon Greene hier bei dem scheiß Studio dabei und drop mir seinen Red Zone hier. Mongo, Vorsicht, das ist ein Krokodil. Bräuchte jetzt echt einen Hafen dafür. Egal was passiert, haltet eure Position. Keiner verläuft. Sollen wir vielleicht noch ein zweites Bett bauen? Ich weiß gar nicht, ob man da ein zweites Bett drauf bauen kann. Normal. Was ist denn jetzt umgekippt? Wasser. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Gott, ich bin im Wasser. Tschüss, Schiff. Das geht vorüber. Oh, das ist doch nur ein bisschen Regen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir sollten rausfahren, oder? Nee, das ist weg. Okay, was? Ach du Scheiße. Geht's dem Schiff? Alles tipptopp. Das hat noch volles Leben, oder? Ja. Sag mal, hört man mich ingeben? Ist doch B gedrückt halten, oder? Ja, ja, genau. Okay. Das kam gerade sehr, sehr nahe. Ja. Einfach nur Mut zur Lücke hier. So, was machen wir jetzt? Das kann ja gut festhalten und stehen bleiben. Naja, die sollten am besten doch die Segel setzen und ich hoffe, Lost kann gut navigieren. Links, rechts. Einfach Augen zu und durch. Wir fahren nach Norden. Festhalten. Ja, die Segel musst du ja auch noch ausrichten. Sieht doch gut aus. Ist schon wieder Sonnenschein. Jungs, Segel runter. Lost navigiert euch raus. Kommen noch mehr. Das war das letzte Mal, dass wir den Anker haben wir rausgenommen, oder? Gibt's einen Emote nach hinten noch so irgendwie Abschiedswinken oder sowas? Ein Abschiedstanz kann's geben. Naja, es gibt einen Salut. Okay. Drehen wir uns in den Kreis. Oh, scheiße, sind das viele. Zum Glück haben wir erstmal nur das kleine Boot fertig gemacht. Irgendwie kommen sie wieder zurück, das war eine kurze Fahrt. Naja, die Segel wurden falsch gebaut, das hintere Scheiße. Die brauchen kein Segel mit dem Ausguck. Okay, durch den Hurricane kann man auch gerade schlecht navigieren. Volle Fahrt voraus! Ich will gar nicht wissen, wie das gerade bei Lost im Stream ist. Ich guck da mal kurz rein. Dirk, vorne fährt ein Riesenboot, ey! Was? Fahr zu weit weg. Wuhu! Sag mal, fehlt hier an dem Ding das Segel oder so? Ich glaube, wir müssen die Segel noch nach hinten ausrichten, ne? Ich glaube, wir haben Leute hier drauf, wo. Naja. Ich glaube, auf dem Boot sind die Leute, wo noch nie die Segel ausgerichtet haben. Ey, das habe ich gehört. Oh.
Ich bin schon gegen den Wind gesegelt. Er enttäuscht den Captain. Jetzt gucke ich auch nicht voran. Das dreht sich auch im Kreis. Oh, jetzt haben sie. Jetzt fahren sie. Wir werden sie nie wieder sehen. Kann er auch lenken, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Aber es hat schon irgendwie was, so wie die wegfahren. Richtig kommentiert. Segel vorne. Hey, ich müsste selber testen, wie das abläuft. Was sonst die schon mal austesten, weißt du? Ich meine, der Zuschauer und alles. Das ist auch mal miterleben. So die erste Phase. Weil viele, wo ja bei Streamern zugucken, die sehen nur, wie sie perfekt segeln. Und jetzt sehen sie selber, wie das so ist. Übung macht den Meister. Ja. Also. Hier, wir segeln zum Teil gegen den Wind. Und da ist Zickzack-Kurs tatsächlich realistisch. Mhm. Man segelt Zickzack-Kurs gegen den Wind. Ja, ich habe auch schon einigen Streamern zugeguckt, die machen alles perfekt, wo ich denke, okay, aber wie geht es jetzt genau? Somit sehen die Leute jetzt auch so die Anfangsphase. Machen wahrscheinlich nicht den Streamer an sich, sondern die Mitspieler halt, ne? Die Community, die bedienen. Mhm. Kannst du das Ding steuern? So Leute, wie sieht's aus? Wie viele Leute sind sie? 1, 2, 3, 4. Also, wir bräuchten Twitch gucken, wo das Schiff ist. Ich glaube, mit unseren Heizklamotten können wir das schon länger überleben, oder? Also, wir könnten gerne mal so eine Galeone bauen. Ja, da haben wir, glaube ich, mega Metall auf jeden Fall. Ja. Da können wir uns zu den krassen Nordmännern. Für das Große brauchen wir Metall, weil ich hätte jetzt gemeint, vielleicht nochmal ein kleines und dann erstmal erkunden, wo es den Metall gibt. Einfach fernab der Zivilisation. Weil die Großen haben einfach einen besseren Speed als die Flosse. Vor allem zum Ausrichten des Lenkrad. Ragnar approves. Wir hätten halt ein bisschen Holz auch mitnehmen sollen, ne? Fürs Feuer und so. Ist im Lagerfeuer nichts drin? Nee. Ich hab's erwähnt, bitte auch ins Lagerfeuer Holz. Ich hab 80 Holz dabei. Bei uns ist Land! Vielleicht ist das noch nicht geclaimed. Ich bezweifle es ganz stark, aber hey. Wir brauchen ein bisschen Thatch und Fiber zur Reparatur des Bootes. Während der Fahrt nutzt es sich automatisch ab. Okay, warte mal, nicht dramatisch, hier an den Seiten siehst du es besonders. Ne, es ist nicht dramatisch, aber es nutzt sich langsam ab. Ah, hier, ja. Oh nein. Ja, Thatch und Fiber, lass uns da vorne was holen. Boah, ich komm genau zwischen rein, gell. Hier kämpft eine Schlange mit einem Wolf und allem gegen mich. So lässt sich arbeiten. Ey, bei meiner Leiche sind zwei... Kannst du den umsetzen, oder was? Ja. Nice. Zwei Wölfe, zwei Spinnen und eine Schlange. Oh mein Gott. Kann einer rauskommen, kurz aus dem Gebäude und mir helfen? Die Sekunde? Ja, ich komm. Wo bist du draußen?
Ey, wir sind gerade die Tür hinter mir zugemacht. Ne, da guck mal da vorne, wo mein Lech ist, hier um den Berg rum, aber guck mal, was da steht, Alter. Boah, Alter, ich hab 13 Pfeile nur. Kleines. Wenn du einen davon dir. Sehr gut, du machst es, komm. Klappt's? Du sitzt ja. Ah, jetzt kommt noch jemand und hilft dir. Ich krieg schon meinen. Ich hab keine Pfeile Kopf. Mehr. Mich hat schon wieder die Schlange. Also die Insel da vorne sieht aus, als hätte sie haufenweise Eisen. Ich hab Samurin. Hey, ich bin schon wieder gestorben. Hat es geklappt bei dir mit den Wölfen? Ja, ja, alle sind tot. War nicht nur Wölfe, sondern auch Spinnen. Ja. Wie überlebst du das so lang? Naja, ich bin Level 28. Welcher Level bist du? Hast du viel auf HP geskillt? Nicht nur. Ich bin viel, also 118 HP habe ich und 20. Fortitude. Und ja. Viel in Stamina. Stimmt, Fortitude ist richtig gut in Stamina. Da bin ich Ding, Resistenz, ich krieg weniger Schaden. Was hast du da dafür geskillt? Sekunde. Jetzt nochmal, was hab ich geskillt? Was hast du geskillt, dass du die Dinge hast? Dass du mehr aushältst? Fortitude. Okay, bereit machen zum Segeleinzug, würde ich sagen. Oh, ich bin schon wieder tot. Jetzt ist da, sind da zwei Schlangen. Ich krieg vor. Ja, können noch ein bisschen. Ich mach ein Hardcore, was mit dem Anker so. Okay. So ein fucking, wie heißt das hier? Pirates of the Caribbean Style. Anker Drift. Drake hat mich gerade angeschrieben. Weißt du, warum du aus der Company geflogen bist? Bin, wollte gerade das. Also auf jeden Fall geclaimed hier. Soll ich zu Drake antworten? Ist ja ganz geil, ey, mit diesem Bogen hier aus Steinen, wenn du da innen drin so deinen Hafen baust. Schick. Leute, soll ich zu Drake antworten oder ignorieren? Das könnte so eine richtige gute Eiseninsel sein. Ja. Ich glaube, da vorne ist irgendwas gebaut. Ja, da sind das. Was will Drake? Wir wissen, warum er aus der Company geflogen ist. Er wollte gerade das Schiff holen. Ja, ich schreibe ihn zurück. Keine Ahnung. Wenn er kommt, wird er mit dem Schiff. Achso, er kann nicht. Mhm. Kann mir einer nochmal vielleicht helfen? Oh, ich glaube, die haben ein richtiges Schiff. Ah, ne, doch nicht. Ich schreibe hin, kein Discord. Doch, klar, vor uns. Es gab zu wenig Antworten, fertig. Genau. Alter, ich krieg nie wieder meine Sachen. Wenn ich jetzt noch. Bruder, ist ein bisschen hinterhalb, glaube ich. Cyber, kannst du nochmal mit mir vielleicht ums Eck kommen? Guck mal, die rennen da rum. Schatzi, darf ich mit ums Eck kommen?
denken sie so, ja, arr! Arr! Die Wikinger kommen. No homo. Ich hab aber keine Pfeile mehr, denk dran. Ja. Da sind halt, da ist eine Level 5 Schlange, ja, eigentlich nichts Großes, Schiff, aber wenn du gar nichts hast. Guck die mal an, ey. Alter Schwede. Ne, die kommt jetzt, guck. Die folgt mir schon. Vorsicht, Stein voraus. Vielen Dank. Auf dich, Agro, renn. Jetzt bin ich voll eingeschlafen. Ja, ich würde hier noch um die Ecke fahren wollen und dann... Ja, lass mal gucken, vielleicht. Ist zwar alles claimed, aber kann ja nicht jeder online sein. Ja. Boah, Jungs, vielen Dank, gell. Ja. Die ist immer noch im Leben. Jetzt nicht mehr. Boah, danke. Jungs und Mädels, sorry. Oh, ich wieder Pfeile. Ja, hier vorne, hier kommen wir. Zwar keine Geschwindigkeit mehr dann, aber. Da geht nichts mehr, hey. Da muss man fast ranschwimmen. Oh, wieder ein Voice-Rudel. Und ich renn schon. Ah! Ja, also ich kann nicht eindrehen, weil sonst haben wir... Oh, warte mal, doch, klar, ich kann ja so eindrehen. Ich will das vordere Segel noch komplett nach links stellen. Genau, so nach geht's. Westen, so gesehen. Ja, so ist gut. Sind wir auch nicht zu schnell. Ja, die Nachbarn bauen jetzt mittlerweile auch schon das große Schiff. Welche? Die links? Die rechts, also... Die Deutschen. Die Deutschen. Guck mal, die haben da auch eine Slow. Ich würde sagen, wir ankern hier mal, ja? Jo. Segel einfahren. Ah, Lost ist angelegt. Oder hat angelegt. Ja, ich bin auch schon so gut wie tot. Ich muss gleich wieder was. Ist der schon unten? Ja, da sind sogar welche. Lol. Na gut, ich glaube, die wollen wahrscheinlich uns da nicht abbauen lassen, ha? Oh, ich glaube, wir fahren lieber weiter. Okay, Segel ist. Und wieder weg. Die sehen ja gefährlich aus. Die schießen auf uns, ne? Das ist ja drastisch. Natürlich. Sag mal, gibt's hier noch irgendwas, wo noch nicht geclaimed ist? Jesus. Die schießen halt echt auf uns. Jetzt kommt er wieder und fangen uns an. Hä? Da ist einer auf unserem Schiff. Sag mal, ist der Anker noch dran? Ey, das ist ein Dude! Was? Kommt denn der her? Alter, schlag ihn! Der hat eine Metallrüstung. Alter Schwede!
Er hat mir vom Boot geschubst. Wir müssen auf das Schiff spawnen, ne? Aber wir haben dann keine Waffen, das ist kacke. Junge, was war denn das für ein Schiss? Ich finde das hier nicht mal. Wie heißt der Scheiß? Welchen Scheiß meinst du? Jetzt. Oh Gott, die Wölfe kommen wieder. Was ist ein Kudon? Ein großer Alligator. Nee, nee, der muss ja. Man muss ja spawnen können, da ist ja noch ein Boot drauf. Einen habe ich. Oder? Dann klebt der Insel, kannst du vergessen zu finden. Oh, ich glaube, wir haben das Schiff verloren. Egal, wird neues gebaut. Da ist hinten noch ein Wolf. Ich habe keine Pfeile, ich muss einfach kurz gucken, ob ich craften kann. Ja, ich habe auch keine mehr. Komm, hochgelaufen. Ich bin ganz langsam, weil ich schon gebrochene Knochen habe. Der Typ ist ja Level 20, wie viel hält denn der aus? Der hält ja alles aus, der ist ja krass. Kann ich jetzt da respawnen? Ja, es wird dann doch Harbin, glaub, Zeit oder? Für Eisenrüstung, wa? Und Schwerter. Hab ihn. Jetzt. Wer hat den Wind? Bist du am Schiff noch? Komm mal. Das bleibt kaputt, meinst du? Also, ich kann auf dem Schiff nicht mehr spawnen. Bin ich ja? Das ist scheiße, ne? Also wahrscheinlich ist er ein Cooler in der Zeit. Kaputt mit dem Eisensachen? Ja, Lost Bond, glaube ich gerade, so wie es aussieht. Someone is stealing your... Ja, die klauen gerade unser Boot.